Herzlich willkommen in der kleinen Welt des großen Staunens, der Welt von Herpa in Dietenhofen. Gerade einmal 6000 Einwohner zählt der kleine Ort bei Nürnberg und trotzdem entstehen hier jedes Jahr mehr Autos und Lkw als bei allen großen Automobilkonzernen zusammen. Seit 1978 werden bei Herpa Miniaturmodelle produziert. Seit Anfang der 90er freuen sich auch die Sammler der Flugzeugmodelle auf die Neuheiten in den verschiedensten Maßstäben. Erste Station für ein neues Modell ist die Konstruktionsabteilung von Herpa. Mit modernster Software verkleinern hier die Konstrukteure die Originaldaten der Automobilhersteller für den Maßstab 1:87. Dabei genügt es aber nicht, die Daten einfach 87 Mal zu verkleinern. Details wie Scheibenwischer oder das Herstellerlogo wären nicht mehr als solche zu erkennen und werden deshalb leicht überbetont. Die Computer unserer Konstruktion sind direkt mit dem Formenbau verbunden. Ist eine Form erstellt, wird für jedes einzelne Bauteil ein spezieller Kupferstempel gefräst. Die Maschine, die das erledigt, funktioniert vollautomatisch und kann das Werkzeug selbst wechseln. Ist der Stempel fertig, wird er in diese Maschine gespannt. Bei der Funkenerosion steht er unter Starkstrom und brennt sich so in die spätere Form ein. In etwa so, als wenn mit einem Bürostempel in ein Knetgummi gedrückt würde. Funken sieht man bei der Funkenerosion übrigens kaum. Dafür sorgt ein spezielles Wasserbad. Sonst würde die Form in Mitleidenschaft gezogen werden. Bis zu 10 Wochen dauert es, bis eine Spritzgussform komplett fertiggestellt ist. Dann kommt sie in die Spritzgussabteilung und wird in der Maschine justiert. Das Kunststoffgranulat wird erhitzt und mit Luftdruck in die Form gepresst. Über ein Förderband landet die Karosserie in einem Sortierteller. Dort dann die erste Kontrolle. Nur einwandfreie Teile kommen weiter. Schon der kleinste Kratzer sorgt für ein Aussortieren und Wiedereinmalen des Kunststoffteils. Rund 20% Recyclingmaterial werden bei der Produktion neuer Teile verwendet. Die Montage der Radsätze übernimmt dieser Automat. Die einzelnen Teile werden hier pneumatisch zusammengedrückt und montiert ausgeworfen. Die fertigen Teile landen jetzt erst einmal im Zwischenlager. Dann werden sie bei Bedarf noch bedruckt, im sogenannten Tampondruckverfahren. Die Grafik wird in jeder einzelnen Grundfarbe abgenommen und vom Tampon aufgedruckt. Auf diese Weise können auch kleinste Teile detailgetreu bedruckt werden. Einzelne Teile wie der Grill des Modells werden zusätzlich noch verchromt. Eine Chromfolie wird hier mit einem heißen Stempel auf den Grill aufgedampft, sodass auch das Herstellerlogo so glänzt wie beim Original. Fast alle Modelle von Herpa werden in Heimarbeit montiert und kommen erst zur Endkontrolle wieder zurück. Noch ein letzter prüfender Blick und das Modell ist versandfertig. Jedes Jahr produziert Herpa über 4 Millionen Modelle, die in die ganze Welt verschickt werden. Fast alle jemals produzierten Modelle von Herpa können Sie übrigens auch in der Erlebniswelt des Herpa-Museums ansehen. Infos und Öffnungszeiten finden Sie unter www.herpa.de.